Da sind wir wieder vor Flyboys Arena. Mittlerweile ist es Tag geworden, unserer kleinen Werbepause. Nee, Werbung gibt's ja nicht. Unserer kleinen Pause hier auf jeden Fall. Ach, wir hätten noch. Achso, wir hätten noch den anderen Weg nehmen können. Auf jeden Fall ist es irgendwie Tag geworden, während wir doof rumstanden, mal kurz körperliche Bedürfnisse gestillt haben. Jetzt sieht's hier irgendwie nicht mehr doll aus. Also ich weiß nicht, irgendwie nachts sah es hier schöner aus. Ja, ein bisschen bedrohlicher. Jetzt ist hier irgendwie. Nee, langweilig. Na gut. Machen wir das Beste draus. Harmonisch, so einladend. Naja, wie der Rot-Blau-Kontrast sieht irgendwie komisch. Wisst ihr, die Gebäude kann ich jetzt nicht richtig wahrnehmen mit diesen ganzen. Rot hier. Oh. Ist ja auch ein lustiges Tor hier. Warte mal, lass mal die Typen hier erschießen, bevor wir hier eingesperrt. Gesichert. Was gesichert der Enforcer? Warum hat der. Warum sind das hier schon wieder menschliche Gegner? Warum hat. Der hatte doch bis eben noch Roboter. Das ist aus denen dann bitte schon geworden. Oh ne, oder? Ach, das ist ja doch. Oh, ich dachte gerade, ich hätte meinen Feuersnapper verkauft. Auf Versehen. Schon kurz Panik gekriegt. Das wird jetzt ziemlich wehtun. Er muss sterben, ich brauche Lebenspunkte. Ich habe leider immer noch nicht die Fähigkeit, dass wenn ich Leute im Facebook nehme, dass ich mich regeneriere. Ich gebe dir mein großes Biss näher, Lord Baby. Egal, was mit diesem loser Flyer geschieht, du wirst die Forge nicht verlassen. Oha. Irgendwie habe ich das Gefühl, der hat noch einen Attentat auf uns vor. Warum kommen wir ja nicht schon wirklich in Lustig 4? Oh, ernsthaft, ey. Muss er. Naja, das heißt, der Typ heißt halt. Warte mal, nicht töten. Der Typ heißt halt Flyboy, wa? Da ist. Achso, ja, wieder ein Namensprogramm, wa? Ist jetzt nicht komplett überraschend, obwohl wir ja noch nicht mal durch die Tür kommen, weil. Zigtausend. Keine Bewegung. Das ist auch lieber. Dass die Lebenspunkte sich auch zwischen uns beiden aufteilen. Du kannst dich wissen regenerieren. Ich nicht. Die Kirche muss einigermaßen. Ich habe leider keine Gegner, die ich anvisieren könnte. Müssen wir hoch. Wir müssen scheinbar hoch. Ach, hinter der. Rasender Biker? Wer denn hierher? Ja, der ist voll gegen Dingsresistenz. Feuer? Nee, gegen Säurung. Ja, das ist nicht so überraschend. Eine partielle Säureimmunität. Sowas kommt vor. Ich sehe nicht, ob man geschützt schießt auf irgendwas so. Ich denke mal auf den Typen, der da oben auf der Plattformkarte steht. Achso. Da hinten hat sie mich schon mit dem. Den Flieger. Ah, gut, der Flieger hält zum Glück nicht ganz so viel aus. Bäm. Jetzt. Ja, ich dauert. Hey, irgendwas ist hier noch. Ja, noch ein Flieger. Wie gesagt, auf den Plattformen stehen halt Leute noch drauf, die auf uns runterschießen. Die sehen wir halt bloß nicht, weil die sich einen Meter zurückgezogen haben. Aber da wir sowieso hoch müssen, ja, ist das alles gar nicht so schlimm. Was ist das Ding hier? Wer ballert denn hier schon wieder? Ach, hey! Warten. Der Typ, der mir gerade vor mir aus der Tür kam, der hat zwei Waffen in der Hand gehabt. Oh. Und ich stand gerade neben so einem dummen Explosivfass. Aber es gibt Gegner in der Nähe. Das stört mir jetzt nicht auch noch weg. Ich hab. Nein! Warum hat diese Waffe so ein kleines Magazin? Eine Kugel hat mir gefehlt. Nur weil ich vorher drei Stück in die Landschaft gehauen habe. Ist der Sturm? Hey, ja. Oh, so. Das sah grad geil aus. Ich hatte gerade irgendwie. Ich hatte noch meine Flügel über und die sahen irgendwie. Die waren so komisch nebelig, waren die noch da, als ich wiederbelebt wurde. Das sah ganz komisch aus. Muss man eventuell das Screenshot von machen. Ja. Also direkt im Kampf kann ich irgendwie keinen Gegner mehr begegnen. Sterbe ich sofort. Was? Du sollst dich bücken und den Dreck küssen. Hörst du das? Was? Hat der ernsthaft gesagt, der baut sich aus deiner Haut eine Hängematte? Ja, die haben auch ein paar Psychosprüche drauf, die Typen hier. Ja, voll, den so einen Scheiß muss ich erstmal ausdenken. Eine Hängematte aus Haut? Ich weiß gar nicht, ob man Menschen so gut ledern kann, wie es bei Kühen der Fall ist. Ich glaube, die menschliche Haut ist einfach zu dünn. Denke ich auch. Ah, da müsst ihr wahrscheinlich mal einen Experten fragen. Welche Kuchen da fragen? Nur welche lustigen Kannibalenstämme irgendwo, keine Ahnung, wo in Südamerika. Hast dich schwer reingehängt, nur um gleich deine letzten Schurz zu husten. Sobald ich in dem Copter sitze, könnte Bahamut selbst mich nicht stoppen. Ich zeig dir, was ein echter Badass ist. Wer ist denn Bahamut? Wer braucht anscheinend seinen Copter, um ein echter Badass zu sein? Oh.
Und da sind so viele Gegner, welche wo einen treffen. Das war mal wieder einer, der gelingen hat, wo ich mir dachte, ein Raketenwerfer wäre ganz gut gewesen. Ich denke mal, den brauchen. Hier suchen Raketenwerfer und Raketenwerfer noch richtig gut. Ja. Gerade gegen so eine Kopter. Wäre das sehr wünschenswert. Oh, ist das Dragon Crusher? Die sind übrigens auch Feuerimmun, die Dragon Crusher. Die sind Feuerimmun. Ne, ich glaube, die sind nur Feuerimmun, solange die ein Schild haben. Was ja auch irgendwie logisch ist, weil das Feuer. Oh, Alter, der steht neben uns, die Sau. Und ich bin hier. Oh, Scheiße, bin hier beide runtergefallen. Ich bin eher drauf gefunden. So, der da. Ja, der steht hinter uns. Ist denn jetzt tot, wenn ich ihn nur anschieße? Wir drehen angeblich nicht. Guck mal, da ist ein Typ neben. Was? Mit einem Schlag, das ist nicht sein Ernst. Rechts von dir steht zum Beispiel noch ein. Ja, aber irgendwie. Na gut, dann nicht. Alter. Mach her, bitte. Ja. Ja. Vielleicht solltest du nicht unbedingt das Säure-Sniper benutzen, um so einen Verteidigungskampf zu machen. Das macht denn nicht so richtig viel Schaden. Wo kommt der denn noch her? Ich war heute am Tag der. Jetzt betreibt den Geschütz hier aber ein bisschen Overkill. Nein, das ist wie du sonst würden. Ach, die Pistole braucht auch zwei Schuss pro Schuss. Kein Wunder, dass das 20-Schuss-Magazin immer so schnell leer ist. Oder? Ja, tatsächlich, wir brauchen zwei Schuss pro Schuss. Warum haben wir eigentlich. Achso, wir sollen noch. Was geht hier noch? Boah, das geht hier noch richtig hoch. Mhm. Hier, das blaue Ding, was hier steht in der Mitte. Das Ding stand auch in diesem einen Raum. Also, naja, es ist nicht ganz blau, aber es hat ja so einen blauen Kern. Na hier. Da dir. Komm. Ach da. Das Ding da. Sonst stand auch in diesem komischen Raum rum. So, ey, gibt's doch ja nicht. Spielungen machen kann ich auch. Der heutige Kampf zwischen Flyboy und dem Kammerjäger. Was ist denn überhaupt? Ach, da. Ja, guck mal, da oben, da ist schon wieder so. Ja. Wie bringen die uns. Das Tank. Und wie bringen die uns die meiste Zeit nur um, weil man. Weil wir nicht mitkriegen, dass sie überhaupt auf uns schießen, ja, wenn es zu spät. Na gut, der ist auch hinüber. Ach, ich habe auf jeden Fall schon mal den Fahrstuhl gefunden. Was geht ja noch eine Etage höher, oder? Na, Biker. Level 42, ey. Ja, wir sind auch Level 41, also ist das jetzt nicht so. Kommt man denn da hoch, wo die sind? Laufen! Doch, warte mal. Da, ach, da! Ich will ja alles mitnehmen. Da steht da oben noch eine Kiste im höchsten Punkt. So. Ich hab genug von dir. Das Alter, ist ja, sieht der noch richtig hoch, wa? Kann das sein? Ja, die restlichen. Ja, oh mal, du bist keine Kiste. Die restlichen. Super. Die restlichen Meter fahren mit dem Fahrstuhl. Na dann. Ah ja, da haben wir auf jeden Fall. Hier ist Feierabend für dich, du Wurst! Ich schraub dir meinen Kopf in dein beschissenes Rückgrat! Hi Boy! Das dauert nicht lange. Es kann losgehen! Flyboy gegen Kammerjäger! Was zur Hölle? Scheiße! Ein riesiges Luftschiff hat gerade Flyboy getötet! Pistons Blimp? That's from above? Ach ey! In jeder Höhe! Ich möchte so gut wissen, wo der Schiedsrichter steckt! Was zum Geier ist ein Schiedsrichter? Ach ey! War ja klar! Einige Geschütze kommen aus dem Luftschiff! Halt deinen Arsch fest! Warte mal, aber das Ding ist so groß, da kann man doch eigentlich ohne Problem mit einem Raketenwerfer drauf schießen. Wo ist der Raketenwerfer? Alter! Alter, ich bin gleich tot!
Kommst du nicht mal? Ja, gleich demnächst. Alter Schäfer. Ruhig bleiben. Na, war ja klar. Nicht quälen. Verdammt, Pisten! Du weißt, dass du dich in Ranglisten-Matches nicht einmischen darfst. Für den Champ gelten keine Regeln, Baby. Ja, ich denke mal, wir werden hier beide sterben. Sobald mein Kammerjäger dein Luftschiff zerstört hat, tritt er deinen Arsch in den... Das Luftschiff haben wir schon öfter mal gesehen. Ja, stimmt, das war immer das, was in der Landschaft rumgeflogen ist, ne? Ja, red damit, dass der Typ ein Luftschiff hat. Ja, das hat... Oh Gott, nein, oder? Oh. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Doch, doch. War ich sicher gerade? Ein Buzzard. Hat ein Buzzard? Nee, ja, er fliegt ja wenig niedrig. Warte mal, ich wollte ihn doch so... Verdammt, warte mal, gibt's hier nicht ein Fahrstuhl von unten? Oh nee, oder? Boah. Ist ja fast genauso nervig wie Motormama. Das habe ich eigentlich die ganzen Nebenmissionen gemacht, weil ich echt gehofft habe, wir sind dann immer ein bisschen stärker in der Mission. Ey, ich brauche auf jeden Fall bald mal diese... Also noch ein Level, dann habe ich diese Wiederbelebungsfähigkeit, dass ich dich einfach nur anklicken muss, dann bist du wieder da. Das wirst du schon erheblich... Das wirst du schon erheblich vereinbaren. Das habe ich aber echt Lust. Ich komme ja nicht mal mein Leben hoch, weil ich vorher totgeschossen werde. Ist nicht irgendwo eine Abkürzung? Oh Mann. Überleg dir schon mal einen guten Raketen. Hattest du nicht einen halbwegs brauchbaren Raketenwerfer? Mhm. Dann müsst du doch eigentlich. Warte, wir können das Tempel nur von dir angreifen. Das ist mir gar nicht okay. Schieß auf die Gondel! Die Gondel? Wo ist denn da eine Gondel? Da! Tatsächlich. Genau! Kannst du? Ich meine, ich bin relativ sicher. Das sehe ich. Ich habe noch 5000 Lebenspunkte. 5000 Stück. Pura Luxus, weiter! Warum bin ich eigentlich schon wieder? Da hinten. Wir sollen auf jeden Fall auf die Gondel schießen. Gut, dass ich einen Feuersniper habe. Das macht sogar. Aber ich habe doch einen Elektrosniper. Ich habe doch einen Elektrosniper, das sollte vielleicht. Ich meine, jetzt haben wir sowieso gerade relativ. Oh, verdammt! Alter Schwede. Wo bist denn du? In die Etage tiefer. Ich bin gerade runtergeflogen. Schaffst du es noch zu mir hoch? Lass noch 4-5 Sekunden. Nee. Ich seh dich laufen. Na gut, dann nicht. Ach ja, Jemi. Das wird wieder teuer. Genau wie Motormama. Die war auch so ein finanzielles Debakel. Diese Zeppeline. Dass sie ja noch alle instant weghauen. Mhm. Egal, muss schaffbar sein. Also eigentlich muss man gar nicht hochkrabbeln. Man kann das Ding auch direkt vom Boden angreifen. Denn es ist zwar ein bisschen schwierig, dass man... Also ich kann dich jetzt nicht wieder bewegen. Ja nicht, Alter. Dumm. Großer Vorteil ist, wenn man von unten vom Boden schießt. Die Schilde wurden durchbrochen! Mach sie alle, Copter! Nein, oder? Na, das ist gar... Schätzchen! Copter! Vorsicht! Ja, mach mal mit eurem Copter, ich bin hier gerade sowieso woanders. Also ich stehe gerade auf dem Boden. Und warte, bis das Zeppelin wieder in Sichtweite für meinen Sniper kommt. Ja, nein, ich bin jetzt auch da. Ja. Bevor ich hier wieder hochrenne... Auf die Post! Oh, es schießt doch Raketen, aber man hat unendlich viel Zeit, den Dingern auszuweichen, wenn man... Ja, vielleicht in die erste Etage wäre vielleicht doch gar nicht so schlecht, dann muss man... Wie viel Schaden dieses dumme Ding macht. Aber es geht definitiv besser als... Forge die Etage? Hier ist man so ein bisschen sicher, wa? Ja, aber ich glaube, die Etage ist ein bisschen doof, weil hier siehst du gar nichts. Eine höher wäre noch nicht schlecht. Das Problem ist, hier rennen irgendwo ein paar versprengte Banditen rum, die schießen auch noch auf uns. Da hinten hat nämlich die Kopter. Wo ist denn jetzt dieser dumme Zeppelin? Ich sehe den mal wieder nicht. Warum liegen die Leichen eigentlich noch hier? Verschwinden die nicht noch sonst normalerweise? Ach, da hat's noch einen. Das werde ich genießen. Wisst ihr, mir fällt gerade ein. Ich könnte ja auch meine Fähigkeiten mal einsetzen gegen die Leute. So, wo ist jetzt dieser dumme Kopter? Zeppelin. Siehst du den? Ja, ich hab hier so einen anderen. Ja, das ist nicht unser Ziel. Doch, da ist er doch. Hast du mal eine Himmelsrichtung? Ja, von da, wo du gekommen bist. Das ist eine geile Himmelsrichtung.
Ach da! Ich sehe ihn. Wow. Alter, ist nicht sein Ernst. Ist er fast ge... Sag mal, das, die komische Gondel, die er dranhängt, das ist aber irgendwie, sieht auch nochmal aus wie ein eigenes. Alter, das ist nicht sein Ernst. Das. Du bist nicht gerade in der Nähe, oder? Nein, bist du denn? Ja, ich bin hier gerade unten. Diese komischen Buzzard-Viecher, die man eventuell da schießen könnte, um sich wieder zu Kräften zu kommen, sind irgendwie zu doof zum Fliegen. Na toll, einen Schuss habe ich setzen können. Ach, das ist einfach dumm. Dass es in diesen ganzen Bosskämpfen keinen kleinen Vieh gibt, an dem man sich wieder hochheilen kann. Ja. Also alleine. Zu viert ist das vielleicht gerade so noch machbar, weil du dann genug Leute hast, aber zu zweit ist das gerade echt ein bisschen doof. Und ich glaube, alleine würde ich jetzt richtig rumfluchen. Gut, da werden die Gegner auch an sich schwächer, aber trotzdem. 13.000, jawoll. Mehrmals tief durchatmen, bevor man den Mördern Rache schwört. Ach, schön. Jetzt muss ich wieder auf halbe Etage hochrennen, damit ich überhaupt was sehe. Ja, dieser dumme Zeppelin. Bomben raus! Oh. Wo ist der? Er scheint ja leider auch nicht auf der Karte, der dumme Zeppelin. Nee. Aber ich sehe ihn, aber ich kann einfach partout nicht analysieren. Nicht? Wo ist er denn? Weil der hat gerade auf uns geschossen, ne? Feuer! Er ist gerade im Osten. Der Plattform. Also Richtung diesen Kran da. Was für ein Wendewinkel diese dummen Raketen haben. Nicht sein Ernst. Man schüttet ihn jetzt überhaupt nicht schnell. Dass man nicht mal zusammenbrechen würde. Genau! Warum hat der Zielsuchen Raketen und ich nicht? Naja, aber irgendwie, wo ist denn das? Ist er sich dahinter versteckt irgendwie, oder? Im Westen ist der gerade. Alter. Das Problem ist, ich komme nicht. Ich bin tot! Ja, die Raketen kommen doch hier immer rumgeflogen. Das größte Problem, was ich gerade habe, ist, dass die Raketen zielsuchend, der so viele Raketen raushaut, dass ich nicht zum Schießen komme, weil egal, wenn ich versuchen würde anzuvisieren, ich immer aufs Maul bekomme. Mhm. Feuert die Raketen ab! Mhm. Ja, da kommen sie jetzt wieder zurück. Da will ich nicht bleiben. Wie habe ich an, dass den Geschütz im Grund das Feuer öffnen wird, weil es zu weit weg ist. Lass keinen Stein auf dem anderen! Jawohl, der prallt irgendwo ab, kann nicht sein. Der ist blockiert vor allen Dingen meine Fluchtroute! Ah, der. Ah! Ich weiß. Wo ist denn das dumme Zeppelin-Ding schon wieder? Ich habe das absolut nicht im Blick. Wo wir jetzt oben waren, da hat es echt geschossen. Und hat eigentlich auch gut Damage gemacht. Also wir kommen, sind doch gleich wieder oben. Also hier oben ist der Fahrstuhl. Also wir könnten es doch riskieren, wieder hochzufahren für die letzten halben Lebenspunkte, die das China hat. Hast du die alle runtergeholt? Ja, ich hab da ja nicht so viel gemacht. Was? Die Kopter, die kleinen? Nö, ich hab da gar nichts gemacht. Nee, Kopter hab ich alle. Oder viele. Die Lebenspunkte? Nö, ich hab halt erst mit meinem Elektro-Sniper das Schild runtergeschossen. Das war nicht so schwierig. Ja komm, lass uns da oben fliegen. Vielleicht treffen wir da oben mal ein bisschen was besser. Vielleicht eventuell. Obwohl ich an, dass wir das sowieso wieder unrühmlich sterben, aber das tun wir ja so oder so. Jo, not the boss. Guck mal, hier in diesem Gang drin. Gibt's hier nicht eigentlich. Ach, hier oben sind die Kopter! Genau. Warte. Na, ich weiß nicht, ob das überhaupt dazu sicher ist. Mein Dank ist dir gewiss. Also ohne, weil ich bin gleich tot. Mann! Lass die Hölle auf dir regnen! Guck mal, Mann, diese dummen Helikopter, die man hier eventuell kaputt machen könnte, das ist dumm. Das ist einfach nur dumm, dass diese Viecher nicht in Reichweite sind, wenn man auf die schießt. Die hauen mal ab. Das heißt, es ist nicht möglich, sich irgendwie selbstständig wieder zu tun. Das ist einfach dämlich, oben in dieser Arena rumzustehen. Da hast du ja überhaupt keine Chance. Da bist du ja von allen Seiten geflaggt. Das ist doch keine Deckung irgendwie, wa? Nee, das ist einfach dumm. Okay, denn man würde vielleicht zurückgehen wieder in den Fahrstuhl. Na, da kommst du ja auch nicht so richtig rein. Das ist, daraus kannst du ja nicht wirken. Weißt doch, Wirkung geht vor Deckung. Und du kannst aus diesem dummen Fahrstuhlgang halt wirklich nichts machen, weil du
Er ist halt nach vier Seiten zu und wenn der Zeppelin in dem Weg steht, dass du rausschießen kannst, dann kann er auch reinschießen. Das ist doof. Ja, das wäre dann dumm für uns, ja. Wir können ja nicht die Waffe durch die Schießscharten raushalten. Ne, ich glaube, das Schlauste ist wirklich hier ein Level drunter zu bleiben, diesen dummen Helikopter jetzt runter zu holen. Ne, Zeppelin. Das Ding jetzt abzuschießen, ich meine, so viel hat er nicht mehr. Es wäre zwar einfacher, wenn man mit einem Raketenwerfer draufhalten könnte, aber. Ist die denn irgendwo? Ja, der ist da oben. Ach, da! Das hat mir voll. Das hat mir ja Stoff gegeben, das Vieh. Fans, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich sitze so knapp auf der Stuhlkante, dass mein Hintern praktisch in der Luft schwebt. Naja, halt sich schon Grenzen. Eher ein Sea-Kampf. Da oben ist er. Boah, da kommt wieder die Kraft in den. Alter, ich will, ich hab nur 1500 Lebenspunkte, ich will gerade mal ein bisschen verpissen. 765. Was? 765 habe ich noch. Oh. Aber wir haben es gleich. Wir hatten gleich noch 10% Leben. Ja. Mit Leben meine ich wirklich nur Leben. Der Schild ist da nicht eingerechnet. Problem ist bloß, dass ich das Vieh gerade mal wieder nicht in den Visier kriege. Jetzt kommen diese dummen Kopter hier auch doch nochmal runter von ihrem Dach, oder was? Da ist er! Lass den Stücke! Ich glaube, man kann die Raketen abschießen. Ja? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber was ist gerade explodiert? Eventuell war es einfach nur mit. Nein! Oh, Scheiße, ist doch kacke, ey. Warte, ich komme zu dir. Ich bin zu dir. Wo bist du denn? Ja, genau, da, hier. Ja, gilt eigentlich, ich habe nur die Hälfte. Ich bin bei dir. Danke. Die nächste Raketensalve würde mich auf jeden Fall auch umhauen. Deswegen bleibe ich am besten gar nicht erst in deiner Nähe. Lass keinen Stein auf dem anderen! Ich bin schon höher, ey. Was ist denn hier dieses Zeppelin-Viech wieder? Also ganz normkonform ist es hier auch nicht, wie wir es gerade machen, aber zu machen. Ach, da ist er. Nee. Festion! Na komm schon! Mann, dieses Dreck-Zeppelin-Vieh. Ja, nein, der bist du. Aber ich lebe noch. Ruhe bewahren. Ich stehe gerade günstig hinter der Wand. Oh, jetzt stehe ich gar nicht mehr so gut. Geil. Warte mal, jetzt machen die. Bist du? Ja. Schön. Hey, Bruna. Geil. Krass. So sehen auf jeden Fall Sieger aus. Mann, ey, wir haben es aber geschafft. Jetzt ist das Ding endlich da weg da. Na, aber was stand da gerade mit ich lebe noch, du Feigen? Du konntest mich nicht stoppen. Ausgezeichnet, Kammerjäger. Komm wieder her, dann geben wir Pisten den Rest. Ich würde trotzdem nochmal nach oben gehen, das Zeug da looten. Da liegt er sicherlich noch rum. Wenn du auch nur in den Umkreis von einem Kilometer von mir kommst, fliegen die Fleischfetzen. Geht denn das hier hoch? Ah ja.